Hallo, 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 ihr Dattelfreunde da draußen. Ich bin's wieder am PC hier in Tomb Raider, der Mad Mike von den Derpiloten. Ich schaue hier in den wunderschönen Sonnenuntergang und Lara direkt mit. Wir kommen gerade aus dem richtigen Tempel hier hinten. Da sehe ich im Übrigen gerade was, was ich vielleicht runterschubsen kann. Vielleicht brauche ich das noch. Ja, runterziehen wohl eher. Moink. Ja, hat für viel gebracht, nämlich nichts. Wo muss ich eigentlich lang? Ich muss in diese Richtung. Das heißt, prinzipiell hier runter und da das Ganze wieder per Kabelzug ganz gut geht, den man selber macht, tun wir das direkt mal. So. Haben also gerade eine kleine Actioneinlage wieder hinter uns. Das ist recht, relativ typisch für Tomb Raider. Actionsequenz, Lauf- und Hangelsequenz à la Jump'n'Run, Super Mario Brothers und China Sisters. Ich lasse mal hier runter. Das war im Übrigen hervorragend gelandet. Somit bin ich jetzt auf diesem scheiß instabilen Schiff. Kann nur leider keine... Ah, doch, hier. Die Waffe schon mal in Anschlag nehmen. Vielleicht bringen sie sich ja selber um. Und wenn nicht, dann muss ich mir die Shotgun noch ein bisschen Kleinholz machen. Boah, was ist das für ein riesiger Brocken? Okay, vielleicht kann ich mit dem Bogen da ein bisschen mithelfen. Nee, scheinbar nicht. Ja, wenn ich ins Gesicht schieße, dann schon. Yeah. Und weg mit dir, komm. Tja. Was, Das ist eine Menge Rotwein. Was hat er denn da? Ist das ein Funkgerät? Oh, da ist noch ein Hase. Er hat einen zweiten Hasen. Nimm den Hasen mit. Steigklemmantrieb habe ich jetzt neue Ausrüstung gehalten. Sehr schön. Ja, aber er hat noch so einen Hasen gehabt. Ich hab's genau gesehen, Moment. Ihr erinnert euch, ich habe beim letzten Mal hier so ein Da-ist-das-Häschen. So ein Häschen eingesammelt. Ich hätte es direkt mitgenommen, hätte ich direkt Schutz 2 gehabt. Aber nein, Lara natürlich nicht. Haben wir ihn so mitgenommen. Und dann gucken wir mal, ob wir... Ah, das, damit kann ich das nicht, damit auch nicht. So. Das jetzt mit dem... Ah, seht ihr mal, gedrückt halten. Jetzt kriege ich damit bestimmt auch diese riesigen Felsbrocken endlich mal weg. Praktische, praktische Angelegenheit. Boing. Das ist nicht mal ein Türklopfer. Das ist echt ein Amboss. Oh, die Munition hier noch mitgenommen. Voll, okay, alles klar. Dann mal ganz hübsch da runtergegangen. Oh, oh. Ich muss Alex finden. Hey, hier kommt Alex. Vorhang auf. Ja. Schön. Es ist im Übrigen unser altes Schiff, wie es aussieht. Und jetzt gucken wir mal, ob Alex in dem Raum ist. Das sieht nicht mehr so ordentlich aus. Ich glaube, wenn meine Mutter mich damals so erwischt hätte mit solcher Unordnung, hätte ich direkt erstmal eine Woche Hausarrest bekommen. Ja, ein bisschen in Nostalgie schwelgen, das muss auch sein. Ah, die Szene. Die ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert, im Intro, guckt man auch in den Spiegel, da sah es dann noch ein bisschen besser aus. Ja, noch das mitgenommen, was hier gerade lag. Aber das interessiert mich jetzt recht wenig. Ich möchte eigentlich Alex finden. Ich nehme mal meine Waffe. Meine Sniper, meine kleine. Okay, also es. Ja, ist egal. Kopfschusskiller. Die Musik ist ziemlich theatralisch, muss ich sagen. Da macht aber einen schönen Spagat hier. Lernen zu springen. Ah, ich kann sie wieder rüber, will ich aber eigentlich gar nicht. Aber gut zu wissen, da muss ich wahrscheinlich nachher wieder entlang, wenn hier alles in die Luft fliegt, jede Wette. Ist eigentlich prädestiniert hier.
Oh, das sieht nicht so gesund aus da unten. Lara, kannst du hier irgendwie in eine andere Richtung oder muss ich wirklich da runter? Ich muss hier runter. Warum frage ich denn auch? Wer geht denn bitte freiwillig wieder in ein Siebenschiff? Oh, ich habe ihn gefunden. Immerhin. Bisschen rufen. Ah, ist eingesperrt. Hi. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Sieht so aus, als könnte man das eventuell mit der Shotgun aufschießen. Darf ich nicht. Darf nicht schießen. Auf jeden Fall. Ja, bin schon dran. Das kriegen wir gezogen. Die Kabelwinde. Ja. Und die macht zwar nicht die Tür auf. The track's blocked. Okay, also wir gucken, hier ist irgendwie das Rohr oder so ist irgendwie kaputt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Tun wir sogar. Aber ich komme nicht ganz darüber. Also ich muss es wieder hier rüberziehen. Ein Stück zumindest. Ja, komm. Das Blöde ist natürlich, von hier aus komme ich wahrscheinlich auch nicht rüber. Also ich müsste irgendwie da hochkommen. Aber dazu müsste es in der Mitte stehen bleiben. Wie kriege ich es also, dass es in der Mitte stehen bleibt? Jetzt haben wir so eine kleine Rätseleinlage an der Stelle. Sehr schön. Gucken wir uns mal kurz um. Ja, ja, ist richtig. Genau so sieht es nämlich aus. Aber wie... wie kriege ich das hier hin? Vielleicht nicht ganz so stark. Ja, das bringt nicht viel. Also es geht immer zu weit. Aber hier ist auch noch eine Seite, ne? Können die irgendwie drehen? Nee, auch nicht. Ich kann es auch nicht ziehen, wenn ich irgendwo... Warum reinschießen kann ich auch nicht. Verflixt. Ist gar nicht mehr so einfach. Diese Rätseleinlage hat es für mich zumindest ganz schön in sich. Also wir ziehen es jetzt nochmal zurück. Ich muss mal kurz gucken. Ist wie gesagt zu weit. Ich kann es in diese Richtung bestimmt auch irgendwie ziehen, oder? Ja, ja, ist auch, auf jeden Fall. Nur ich versuche halt irgendwie, irgendwie da hochzukommen. Nur, wie? Ups, hoppala. Das war ein bisschen nah dran. Wenn wir das irgendwie drehen könnten, wäre das toll. Also ich kann jetzt, wie gesagt, hier hochhangeln. Und kann mich natürlich... auch rüber. Wrong position. Richtig. Hier kann ich. Ah! So geht's also hier rüber. Man muss nur rumprobieren, dann geht's auf jeden Fall auch. Jetzt ziehen wir das Ding auf jeden Fall wieder ein Stück nach vorne. Natürlich wieder mit der Seilwinde oder was das Ding hier nochmal genau ist. Zack. Ist auch die falsche Position mit Sicherheit. Schieben es nochmal hier rüber. Jetzt ziehen wir es nochmal in die Richtung. Ja, wieder schön die Muskelverstärkung nutzen. Rums. Und jetzt müssten wir das, wenn ich mich hier hinten hochhangel, nämlich hier, nach vorne schieben können. Und dann kann ich mit Sicherheit... aha, nach oben. Ja, ist kein Problem, machen wir hier alles. So, wie machen wir das denn hier? Mit einem Tritt, noch ein Tritt, noch ein Tritt. Gleichzeitig sind wir wieder runtergekommen. Super. Okay, got it. Und jetzt können wir einfach das Ding hier ziehen. Oh, ist die falsche Seite, würde ich sagen, oder? Nee, dann. Dann lass mal. Alex! So gucken. Wir müssen es eigentlich nur eine Strebe weiterkriegen. Das heißt, ich ziehe das jetzt mal kurz hier lang. Einmal kurz nach hinten gezogen, einmal dagegen gesprungen und das ist auf der Seite hier. So, zack, runter, rum. Wie ein Elbenkönig mit dem Bogen geschossen und dementsprechend mal ganz kurz hier für einen Eingang gesorgt.
Beziehungsweise jetzt müssen wir uns. Ah, jetzt müssen wir noch zurückziehen. Ey, ganz ehrlich, das ist die bessere Indiana Jones. Aber das bessere Equipment. So, dann haben wir Riley. Alex, na du? Oh Mann. Er war halt auf der Suche nach Werkzeug für das Schiff, das wir wieder reparieren wollen, um hier wegzukommen. Und er macht und er reißt noch Witze und wir werden beschossen. Ja, hervorragend. Die ist immer typisch. Die bösen Feinde treffen nicht und er schießt einmal kurz vorhin und das ganze Zeug explodiert da oben. Ich sag ja, der ist der nächste Tod. Ich habe ihm in früheren Episoden schon gesagt. Wettet mal mit mir zusammen, wer wird's wohl überleben? Trifft schon wieder nicht. Ja, und das Escape auf dem T-Shirt ist natürlich jetzt auch nicht gerade sehr passend für ihn. Jetzt, du musst, geht gar nicht anders. Er klemmt fest. Jetzt kommen natürlich die ganzen Feinde, also müssen wir jetzt aber weg. Okay. Das ist, nimmt einen schon mit. Sie verliert nach und nach immer mehr Leute. Das ist natürlich jetzt nur für ihre Story wirklich wichtig. Sie ist kein einziges Mal getroffen worden und ja, dann. Gemacht. Ja, das sagte ich doch, dass ich hier nochmal lang muss. Halten. Ihr drücken um den. Ah! Wie geil ist das denn? Ich muss also nicht mehr klettern, ich kann mich also wirklich hochwindeln. Ja, immerhin, wieder einen neuen Skill gelernt. Ja, damit, wie schon gesagt, dass nach und nach sterben unsere Statisten. Die sterben weg wie die rot tragenden Star Trek Opfer. Das sagt sie sich schon die ganze Zeit, aber es klappt nicht wirklich. Ist ja für deine Story wichtig, nicht für die anderen. Da komme ich nicht hoch, dann muss ich wahrscheinlich die Kisten hier benutzen. Hep, hep und hep. Und wir hatten es ja gerade schon. Einfach die E-Taste gedrückt halten und mit Karacho nach oben gerast. Sowas möchte ich auch haben, wenn ich mal irgendwo wieder klettern gehe. Ups, da sind wir schon. Das machen wir gleich nochmal, das macht mir Spaß. Hüpf. Ah, ein Aufzug ist nichts dagegen. Und da wären wir auch schon. Gut. Ich würde fast sagen, an der Stelle nochmal ganz kurz ein kleines Schnaufspäuschen gemacht und dann geht's gleich weiter, beziehungsweise in der nächsten Episode von Lara Croft hier bei den Derpioten mit mir, mit Mike.